Meine Damen und Herren, kommen wir zu Kampf Nummer 6, dem letzten Kampf des ersten Halbfinales. In der roten Ecke steht vom Landesverband Nordrhein-Westfalen Max Pilz. Er boxt gegen Roman Fress. Roman Stark, ebenfalls für den Landesverband Nordrhein-Westfalen. Geleitet wird der Kampf von Günther Deuster. Ringfrei, Runde 1. Das ist der Boxer in der roten Ecke, ist 20 Jahre alt und startet für den Landesverband Nordrhein-Westfalen. Sein Heimatverein ist der PTSV Aachen. Max bestritt bisher 34 Kämpfe, wovon er 22 gewann. Auf der Deutschen Meisterschaft der Jugend im Jahr 2011 holte er den zweiten Platz. Er ist der amtierende Nordrhein-Westfalen-Meister. Betreut wird er heute von Manfred Luther und Gregory Tolkewitz.
Ringfrei Runde 2. Bestritt bisher 74 Kämpfe, wovon er 54 gewann. Er ist 5-mal deutscher Meister. 2010 in Lübeck holte er auf der Europameisterschaft den 3. Platz. Ebenfalls den 3. Platz auf einer WM in Armenien holte er den Titel 2009. In der Vorrunde besiegte er Max Züchner. Betreut wird er heute von Vitali Tarasov und Rustam Rachimov. Ringfrei, Runde 3. Thank you.
Eine Info an die Betreuung, an die Boxer. In der 19 Uhr Session machen wir eine Vorstellung im Ring in Kampfbekleidung. 19 Uhr Session, Vorstellung im Ring in Kampfbekleidung. Kommen wir noch hin. Jetzt aber kommen wir zur Urteilsverkündung. Einstimmiger Sieger nach Punkten wurde der Boxer in der blauen Ecke, Roman Kress. So, liebe Boxsportfreunde, meine Damen und Herren, damit schließt die Session Nummer 4. Wir sehen uns alle wieder um 19 Uhr.